Hallo Leute, heute sprechen wir über den Gear-Sensor aus unserem Shop. Die Funktionsweise des Gear-Sensors ist recht simpel. Dieser registriert lediglich die Bewegung des Schaltseils bei einem Schaltvorgang und unterbricht dann den Antrieb des Motors. Ihr fragt euch bestimmt, wofür brauche ich diesen Gear-Sensor? Dieser Gear-Sensor ist eigentlich nur dafür da, dass bei jedem Schaltvorgang der Antrieb unterbrochen wird. Wird dieser nicht unterbrochen, dann habt ihr einen erhöhten Verschleiß bei eurem Kettenblatt und an der Kette. Zum Betrieb des E-Bikes ist der Gear-Sensor nicht essentiell, aber er empfiehlt sich jedoch, damit ihr den Verschleiß beim Kettenblatt und bei der Kette minimal halten könnt. Zudem minimiert ihr das Risiko, dass bei einem Schaltvorgang die Kette reißt. Wie das Ganze jetzt aber funktioniert, möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten und werden hierfür mal den Gear-Sensor aufmachen. Wie man sehen kann, ist das Innenleben des Gear-Sensors recht simpel. Wir haben hier den Sensor, also der Sensor, der die Drehung dieses Rädchen registriert. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, zeigen wir euch natürlich. Wenn man jetzt hier das Schaltseil durchführt, in diesem Moment, wenn man die Schaltung betätigt, sieht man, wie sich das Rädchen hier nun dreht. Und das ist eigentlich schon das Ganze, was der Gear-Sensor feststellen muss. Dieser stellt lediglich die Bewegung des Schaltseils fest und kann dann so den Antrieb unterbrechen. Kommen wir nun zur Montage des Gear-Sensors. Grundsätzlich gibt es zwei Arten, wie man den Schaltsensor montieren kann. Die erste ist so, wie er nun vor uns liegt. Das heißt, ihr nehmt den Schaltsensor, baut diesen auseinander, dafür müsst ihr nur die beiden Kreuzschrauben entfernen und legt den so vor euch hin. Aufpassen, denn dieses Rädchen ist mehr oder weniger nur hineingelegt und kann sehr leicht abhanden kommen. Nehmen wir nur an, ihr habt hier die Strebe von eurem hinteren Fahrrad, da geht das Schaltseil vorbei und normalerweise ist hier noch diese Isolierung über dem Schaltseil. Und dann müsst ihr dieses Stück sozusagen von der Isolierung entfernen, denn da dazwischen kommt der Schaltsensor. Wenn nun der Gear-Sensor geöffnet ist, nehmt ihr das sozusagen den Gear-Sensor und ihr legt ihn zuerst hier ein. Und danach, wenn ihr das Ganze sauber eingelegt habt, könnt ihr den Gear-Sensor wieder zusammenbauen. Hierfür einfach diese beiden Schrauben verwenden und mit einem Kreuzschraubendreher das Ganze wieder zusammendrehen. Nun wird bei jedem Schaltvorgang dreht sich dieses Rädchen im Schaltsensor. Er erkennt die Schaltbewegung und unterbricht den Antrieb. Ihr fragt euch bestimmt, wieso diese beiden Hülsen mitgeliefert werden. Das hat nun folgenden Grund. Diese werden zuerst, achtet darauf, immer die geschlossene Seite, wir haben eine geöffnete Seite und eine geschlossene Seite. Immer mit der geschlossenen Seite Richtung Gear-Sensor fahren, am Schaltseil entlang. Das heißt, wir fädeln hier das Ganze nun ein. So. Voilà. Und auf der gegenüberliegenden Seite macht ihr dasselbe. So. Wenn ihr nun wieder die Isolierung des Schaltseils auf das Schaltseil gebt, beziehungsweise das Ganze wieder einfädelt, haben wir hier eine schöne dichte Verbindung und das Schaltseil liegt nicht frei und es kann keine Feuchtigkeit mehr in den Gearsensor eindringen. Kommen wir nun zu der zweiten Variante, wie man den Gear-Sensor noch montieren kann. Hierfür müsst ihr das Schaltseil beim Umwerfer entfernen und hinausfädeln, damit ihr sozusagen an das Ende
des Schaltseiles rankommt. Denn ihr nehmt nun einen Schaltsensor und fügt das Schaltseil hier hinein. Beziehungsweise ihr fädelt das Ganze einfach nur durch. Es empfiehlt sich immer, ein wenig Druck zu geben, vielleicht das Schaltseil wieder hinauszuziehen, so bis ihr merkt, dass das Ganze schön durchgeführt wurde. Das wäre schon die Funktionsweise des Gearsensors. Ich hoffe, das Video war für euch informativ und bis zum nächsten Mal.